Ja? Man muss in allem, was man macht, immer einen Schritt weiter denken und vor allem immer im Sinn des Kunden. Und das ist für mich ein Thema, ein Beispiel gewesen, aktuell, weil es immer noch sehr viele Studios gibt, die einfach nicht klimatisiert sind. Und natürlich kostet eine professionelle Klimaanlage mit Gebläse verbaut in den Wänden, in der Decke und wie auch immer, wo man es sieht, Tausende von Euro. Aber Leute, mal ganz ehrlich, es gibt auch schon Klimageräte für 259 Euro, wo halt so ein hässlicher Schlauch aus dem Fenster raushängt, wo ein hässliches Gerät dran steht. Aber ganz ehrlich, dann stelle ich halt eine Blume dran nebenhin, ja, oder stelle oben drauf die Getränke oder wie auch immer. Ja, man kann sich auch alles schlecht reden. Man kann aus allem das Beste herausholen. Aber handelt bitte im Sinne des Kunden. Nur weil ihr schwitzen wollt und weil es euch oder weil es dir egal ist, muss es aber nicht dem Kunde egal sein, sondern seh das Positive in dem, was man macht. Bei der Klimaanlage ist es, dass der Kunde sich viel länger in deinem Geschäft aufhält. Du kannst ihn viel länger beraten, weil es angenehmer ist von den Temperaturen als wie draußen. Also kannst du da auch wieder Profit davon rausziehen. Ja? Also denke da bitte im Kundengefühl sozusagen.